dem Pröstling. Seit 13 Jahren lebt er in einer teilbetreuten Wohngruppe für Menschen mit Behinderungen der Caritas. Inmitten der Gemeinde Raxendorf in Niederösterreich. Seine Wohnung hat sich Martin Pröstling selbst ausgesucht. Seine Partnerin Johanna Kussberger wohnt nur ein paar Türen weiter. Sein Tag beginnt schon früh. Ich stehe um 6 Uhr auf, gehe waschen oder duschen, dann frühstücken, dann Zähne putzen und dann anziehen und aussehen. Und während sich Martin Pröstling bereit macht für den Tag, ist nebenan auch ein anderer Bewohner schon auf den Beinen. Der 62-jährige Hans Bock ist einer der ältesten Bewohner des Hauses. Er steht jeden Tag vor den anderen auf, um den örtlichen Bäcker in Empfang zu nehmen. Ich hätte gern einmal einen Mohnbäcker. Martin Pröstling bekommt sein Frühstücksgebäck direkt zum Zimmer serviert. Morgen. Er ist in der Früh lieber für sich und frühstückt in seiner eigenen Küche. Anders als Hans Bock. Morgen. Er hat beim Frühstück gerne die Gesellschaft der anderen. Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnhauses gehen tagsüber einer Arbeit nach, entsprechend ihren Möglichkeiten und Interessen. Martin Pröstling arbeitet in einem der mobilen Außenteams der Caritas-Werkstatt Brauneck. Er und seine Kolleginnen und Kollegen übernehmen verschiedene Auftragsarbeiten für Gemeinden, Firmen und Privatpersonen. Wöchentlicher Fixpunkt seit bereits 16 Jahren ist die Gartenpflege beim Ehepaar Neuhuber. Auf dem 10.000 Quadratmeter großen Anwesen gibt es von Frühjahr bis Herbst viel zu tun. Silvia Neuhuber war damals die allererste Kundin des Auftragsteams. Und wir haben das so toll gefunden, mein Mann und ich, dass wir gesagt haben, das müssen wir unterstützen. Und sie sind eine absolute Hilfe. Das muss man einfach so sagen. Und nicht nur im Garten, sondern sie sind auch eine menschliche Bereicherung. Es ist schon eine schöne menschliche Beziehung entstanden. Wenige Kilometer entfernt betritt Fachsozialbetreuer Florian Dachsböck die Caritas-Werkstatt Obergrafendorf. Hier haben rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderungen einen dauerhaften Arbeitsplatz. Das Angebot an handwerklichen und künstlerischen Tätigkeiten ist groß, auch für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf, wie Jacqueline Harm. Sie entscheidet selbst, was sie gerne tun möchte. Die Betreuer helfen ihr dabei. Die Kabel sind momentan, da kommt einer in der Früh, ruft, sagt auf die Kabel, wir bereiten ein wenig was vor und dann arbeitet den ganzen Tag dahin. Bei dieser Auftragsarbeit wird das wertvolle Kupfer von den Hülsen getrennt und später wiederverwertet. Ihr Bruder Patrick Harm ist heute mit der Herstellung von Grillanzündern beschäftigt. Bei Herrn Harm habe ich dann einfach herausgefunden, er mag mechanische Dinge, irgendwas, was tut, vor allem mit Maschinen. Und sobald du dann solche Informationen hast, weißt du, okay, das mag er, was konnte ich mal da anbieten. Im Raum nebenan arbeitet Johnson Audisho am liebsten am Computer. Der 33-Jährige schreibt und gestaltet die Ogra News, eine monatliche Zeitung über aktuelle Themen der Werkstatt. Aufgrund seines Engagements haben ihn seine Kolleginnen und Kollegen zu ihrem Werkstattvertreter gewählt, eine Art Betriebsrat. Als Werkstattvertreter sammelt man Wünsche, Probleme oder Anregungen seiner Kollegen ein und dann überbringt man diese der Leitung. Eingesetzt hat sich Johnson Audisho zum Beispiel für diese automatische Tür zur Abteilung 3. Hier entstehen besonders originelle und kreative Kunstwerke. Wie in jedem Betrieb gibt es auch in der Caritas-Werkstatt einen geregelten Tagesablauf. Die Woche? Die Woche und Tag, wie wird es machen? Also heute haben wir Montag, nach dem Mittagessen, dann gibt es eine Pause und da wird nochmal gearbeitet und um 3 kommt der Bus. Es ist aber auch in Ordnung, nicht zu arbeiten, einfach nur da zu sein oder Therapieangebote zu nutzen. Die Caritas-Werkstätten sind ein Ort der Weiterentwicklung und des Entdeckens der eigenen Fähigkeiten.
Katharina Brandstätter ist direkt von der Sonderschule in die Werkstatt Obergrafendorf gekommen. Anfangs war sie noch recht unsicher und oft auf die Hilfe anderer angewiesen. Mittlerweile fertigt sie ihre Tonfiguren ganz alleine und fühlt sich bereit, mit Hilfe der Caritas einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt zu suchen. Für meine Zukunft plane ich natürlich ein eigenes Haus, einen Job, irgendwann mal vielleicht eine eigene Familie. Der nächste Schritt ist der Job. Die Erfolge in der Werkstatt geben der 21-Jährigen Selbstvertrauen. Da hast du halt wirklich gemerkt, sie blüht richtig auf und das ist echt toll, dass sie selber geäußert hat nach einer Zeit, dass sie draußen den Arbeitsmarkt ein bisschen anschauen will. Sie hat eine Arbeitsassistenz, die was recht unterstützt, mit der das Lebenslauf verschreibt und wir unterstützen sie da auch recht dabei. Ihre Liebe zum Detail möchte Katharina Brandstätter auch in ihrem späteren Job einsetzen. Da haben wir gesagt, vielleicht Konditor, weil der Ton ist so auf die Art wie ein Teig. Das macht mir einfach Spaß. Die in den Caritas-Werkstätten gefertigten Produkte finden ihren Weg in einen der Caritas-Verkaufsläden, zum Beispiel hierher nach Tulln. Für Kundinnen und Kunden gibt es hier eine breite Auswahl an Geschenkartikeln für Haus und Garten. Oder hochwertiges Kinderspielzeug. Jedes Stück ein Unikat. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderungen ist die Arbeit im Verkaufsladen eine Vorbereitung für den nächsten großen Schritt auf den ersten Arbeitsmarkt. Einige Verkaufsläden bieten auch Dienstleistungen an. Besonders beliebt ist das Bügelservice. In Tulln zählt man mehr als 50 Stammkundinnen und Kunden, die die hochwertige Arbeit schätzen. Gebügelt wird fast alles, auch Arbeitsschürzen wie diese. Es ist später Vormittag. Und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Werkstatt Brauneck haben alle Hände voll zu tun. Denn in der neuen Mittelschule Pöckstall beginnt gleich die große Pause. Und dann muss alles fertig sein, weiß Sabrina Weidenauer, die die Schülerinnen und Schüler mit geschmackiger Pausenverpflegung versorgt. Also meine Aufgaben sind, dass ich schaue, dass ich alles hergerichtet habe für meine Erweckung, für meine Gesunden. Salat reingeben, Tomaten, Gurken. Und wenn es jetzt zum Beispiel einer isst, der was kein Fleisch essen darf, dann halt nur mit Käse. Schuldirektor Gottfried Röster hatte vor 7 Jahren die Idee für das Projekt. Er spricht von gelungener Inklusion. Dass man sieht, also wie die Menschen mit Behinderung mit unseren Kindern hier kommunizieren können. Und es gibt keine Barrieren. Ich glaube, das ist das beste Projekt, das wir jetzt in der Schule umgesetzt haben. Und auch Sabrina Weidenauer kann sich einen Arbeitsalltag ohne Schuljause nicht mehr vorstellen. Also aufhören komplett mit der Schuljause möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Dass sie uns natürlich brauchen in der Schuljause, was natürlich besonders wichtig ist. Pause auch im Recyclingbetrieb Pöchlarm, ein weiteres Arbeitsangebot der Caritas. Hier übernehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Auftragsarbeiten, unter anderem aus der Fahrzeugindustrie. Diese Kunststoffreste entstehen bei der Airbag-Herstellung. Die verschiedenen Materialien werden voneinander getrennt und etwa zu Motorraumabdeckungen weiterverarbeitet. Was uns von den Werkstätten unterscheidet, ist die Zusammenarbeit direkt mit wirtschaftlichen Betrieben, also mit gewinnorientierten Betrieben. Und das ist auch bei uns so das Spannungsfeld als Non-Profit-Organisation. Das gibt uns aber andererseits auch die Möglichkeit, das Ganze sehr betriebsnahe zu führen und unsere Mitarbeiter mit Behinderung entsprechend auf den ersten Arbeitsmarkt vorzubereiten. Zu diesem Zweck bietet die Caritas auch betriebliche Schulungen und Weiterbildungen an. Ich bin ihnen so dankbar, die haben sogar geholfen, dass ich einen Staplerschein machen kann. Ich habe ja früher schon mal einen Staplerschein probiert draußen, da ist es leider nicht so gut gerannt. Dann haben wir mal ein Jahr lang gelernt und solche Sachen und dann, wo ich sicherer geworden bin, habe ich gemacht. Mit Hilfe der Caritas natürlich. Caritas Recycling Pöchlarm wird in der Industrie als verlässlicher Partner geschätzt. Derzeit gibt es mehr Aufträge, als der Betrieb annehmen kann. Besonders wichtig ist dem Leiter Andreas Bandion ein gutes Arbeitsklima. Ich glaube, das schafft man darin, indem man den Mitarbeitern zeigt, dass sie wichtig sind, dass sie Dinge verrichten, die
einfach notwendig sind und einen Sinn haben. Die Caritas bietet für Menschen mit Beeinträchtigungen ganz unterschiedliche Wohnformen an. Das Angebot reicht von der Assistenz in der eigenen Wohnung bis hin zu teilbetreutem oder auch vollzeitbetreutem Wohnen in WGs oder Wohnhäusern. Die Caritas-Betreuerinnen und Betreuer begleiten die Bewohnerinnen und Bewohner in ihrem Alltag. Wir versuchen einfach, dass die Bewohner möglichst selbstständig wohnen können. Und wir bieten ihnen einfach die Unterstützung, die sie benötigen. Und wir sind aber immer da für sie. Die Betreuerinnen und Betreuer helfen etwa bei der Pflege oder bei Behördenangelegenheiten, bieten aber auch Freizeitaktivitäten an. Einfach einmal, wenn es schön ist, in den Garten gehen und in der Hängematte zu liegen oder ja, einfach Ball hin und her werfen. Der Patrick fährt sehr gerne mit dem Rad und bei Schlechtweg, da machen wir halt dann oft Puzzles oder die Steckperlen und wir kennen halt dann einfach auch schon die Bewohner und ihre Vorlieben. Wichtig bei allen Aktivitäten: die größtmögliche Selbstständigkeit und die Eigenverantwortung von Menschen mit Behinderungen stärken. Der Matthias, da haben wir früher die Wäsche für ihn gewaschen und irgendwann vor einem Jahr, glaube ich, hat er den Wunsch geäußert, dass er gern selbstständig seine Wäsche auch waschen möchte und wir haben das dann gemeinsam mit ihm trainiert. Und so bringen sich alle, je nach Möglichkeit, bei der Hausarbeit ein. Ja, Teamwork. Neugierde wecken und Kompetenzen erweitern. Das ist der Schwerpunkt der Caritas Bildungsangebote für Menschen mit Behinderungen. Unter dem Motto lebenslanges Lernen werden regelmäßig Seminare und Kurse angeboten. In den Räumen der Werkstatt Weidhofen an der Theier findet gerade ein Brandschutzseminar statt. Das Zeichen heißt Notausgang. Dieses Zeichen ist neu, das heißt Durchgang. Die Vortragenden gehen auf die speziellen Bedürfnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. Die Lernunterlagen sind leicht verständlich und kommen ohne Text aus. Wesentlicher Bestandteil der Kurse sind praktische Übungen. Die Bildungsangebote werden von der Caritas ständig weiterentwickelt. Wichtiges Instrument dafür ist das Feedback der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Feierabend für Martin Pröstling. Er kommt gerade von der Gartenarbeit nach Hause ins Wohnhaus Raxendorf. Ihre Freizeit können die Bewohnerinnen und Bewohner selbst gestalten. Wer will, kann an organisierten Angeboten, den sogenannten Treffpunktaktivitäten, teilnehmen. Pröstling entscheidet sich heute für einen Ausflug nach Melk. Die Treffpunktaktivitäten finden meist am Wochenende statt und stehen allen Menschen mit Beeinträchtigungen aus Caritas Wohnhäusern und Werkstätten offen. Bei diesen Unternehmungen werden Beziehungen gepflegt und neue Freundschaften geschlossen. Ziel der Caritas ist es, künftig auch in der Freizeit verstärkt Begegnung zu ermöglichen. Etwa durch das schrittweise Öffnen der Treffpunktangebote für Menschen ohne Beeinträchtigungen. Also was sehr wichtig ist, finde ich, dass es eben leistbar für die Menschen ist. Uns ist es auch sehr wichtig, dass es von der Dauer her gut passt und ja, ob es auch zum Beispiel barrierefrei ist. Zu den Angeboten der Treffpunkte zählen auch Bildungs- und Urlaubsreisen. Alles wird gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern geplant.
Diözese St. Pölten wollen wir mit unseren Angeboten einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen mit Beeinträchtigungen ihren Lebensweg gehen können. Ganz individuell und selbstbestimmt. Come closer, so that we can be together.